Hallo meine Lieben und willkommen zu Spellforce 3. Ja, ich freue mich sehr, dieses Spiel mal zu zeigen. Einige Leute haben schon gezeigt, ich noch nicht. Sehr angetan von diesem Spiel aufgrund der Grafik. Sehr angetan, weil es endlich mal wieder ein Spellforce ist und ich ein Riesenfan vom ersten, zweiten Teil war. Ich habe gehört, der dritte unterscheidet sich schon etwas. Aber nichtsdestotrotz, mir sollte uns das nicht irgendwie daran hindern, das Spiel mal zu zeigen. Ich denke, es wäre nicht schlecht, die Musik etwas leiser zu machen. Und wir starten auch direkt in die Kampagne dieses wunderbaren Spiels. Dieses Szenario spielt vor den Ereignissen der Hauptkampagne von Spellforce 3, Alt-Hala-Yish. Das ist natürlich ein nettes Szenario, da oben ist die Kampagne. Ich denke, wir sollten trotzdem erstmal die Kampagne spielen. Vorher erstmal das Spiel eigentlich davor. Frag sie, ob da auch ein Tutorial da ist. Na, komm her. Spielen wir es auf normal. Eingabeschema, Spellforce 3 und los geht's. Ihr seid Sentenza Noria, Kommandant der Wolfsgarde. Eure Mission ist es, ein Artefakt aus der alten hibernischen Stadt im Süden Nordtandas zu bergen. Jedoch wurde euch mitgeteilt, dass eine Gruppe Rebellenmagier bereits auf dem Weg dorthin ist, um es für sich zu beanspruchen. Es darf unter keinen Umständen in ihre Hände fallen. Ja, dann suchen wir dieses Artefakt. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Szenario wirklich für Leute ist, die dieses Spiel als erstes spielen. Wegen Tutorial und allem drum und dran. Ich habe im Übrigen gerade diesen Ladebildschirm komplett live im Hintergrund. Das heißt, ihr seht auch, Spiel ist ganz schön performant, also er lädt recht lang. Aber ich möchte euch natürlich erklären, dass ich mich sehr darauf freue und dass ich hoffe, dass dieses Szenario uns trotz allem auch nicht völlig in dieses Spiel reinwirft, ohne jegliche Tutorial-Hilfe. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie es so ist. Viel Spaß. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sehe hier keinen Informanten weit und breit. Seid ihr sicher, dass wir ihm überhaupt vertrauen können? Ihr wisst doch, wie Magier so sind. Mehr als ihre Zauberei mögen sie ihre Intrigen. Die Königin vertraut ihm, also werden wir das Gleiche tun. Aber ihr habt recht. Er hätte schon lange hier sein sollen. Ist schon komisch. Ja, wie so vieles an dieser Mission. Findet ihr nicht? Zum Beispiel dieses Artefakt, das wir hier finden sollen. Warum hat man uns nichts Näheres darüber erzählt? Der Lordmarschall hatte wahrscheinlich seine Gründe. Außerdem hieß es, dieser Informant, Frederik, würde uns mehr erzählen. Kommt, gehen wir. Wenn er nicht zu uns kommt, kommen wir eben zu ihm. Na, wir sollten uns nicht verarschen lassen. Also dieses Spiel sieht unglaublich schön aus. Ja. Das sind unsere beiden Truppen. Wir haben hier unten... Ihr habt eure erste Quest erhalten. Ihr könnt euch über ihre Einzelheiten im Questprotokoll kundig machen, welches ihr öffnen könnt, indem ihr F8 drückt. Da kann man sich mal nachlesen, alles, was wir machen müssen. F8 trefft Frederik. Wichtige Questobjekte werden auf eurer Minikarte angezeigt. Da oben hin. Okay. Rechte Maustaste bewegen wir die Einheiten. Früher konnte man in die Verfolgerperspektive wechseln. Das geht, glaube ich, deshalb noch nicht, oder? Wählt eure Einheit mit der linken Maustaste, bewegt sie oder interagiert mit der Umgebung oder den NSCs mittels rechter Maustaste. Drückt Steuerung rechte Maustaste, um einen Angriffsbefehl zu geben, sofern ihr irgendwann einmal Schwierigkeiten haben solltet, eure Helden zu finden. Drückt einfach auf den Punkt. Okay, da sind sie. Jawohl. Kann ich das auch machen? Ja, gut. Das Spiel ist echt hübsch, nicht schlecht. Schließen. Wow. Tolle Grafik. Wir gehen hier trotzdem mal gen Süden. Ich bin aber jemand, der gerne erforscht. Und seht ihr, das lohnt sich auch sogleich. Oder? Ja. Alles nehmen. Wow. Sieht echt toll aus. Also, Spellforce ist eigentlich ein Echtzeitstrategiespiel, würde ich sagen. Da sollten wir nicht lang. Oh, ein Gottstein.
Ihr habt euren ersten Gottstein gefunden. Hier könnt ihr tote Helden wiederbeleben. Teleportationsverbindungen zu anderen Gottsteinen herstellen. Hier oben sehen wir das auch, wie das geht. Man drückt drauf und der Held kommt zurück. Okay. Okay, ich verstehe. Alles klar. Was? Klingt gut. Hier oben sind die ersten Gegner. Eklige Spinnen. Warum müssen es eigentlich immer Spinnen sein? Gehen wir's an. Das ist schon lange vorbei. Und irgendwelche Fähigkeiten, die wir eigentlich verwenden können? Ich schau mal kurz. Eine Gruppenverwaltung. Dann öffnen sich die Quests. Wir sehen hier, was er für Schaden hat, während gekämpft wird. Gegen diese fiesen Spinnen, die wir aus dieser fiesen Welt vertreiben. XP-Werte, die steigen. Angriffsschäden, die verteilt werden. Ich gucke immer so ein bisschen rechts und auch links. Ob wir in diesem wunderbaren Spiel irgendwo vielleicht... Ah, und so drehen wir das. Mit Bild auf und Bild ab können wir die Kamera leicht andrehen. Was haben wir hier denn? Macht euch bereit. Los. Hier oben wäre ein Heiltrank, den wir nehmen könnten. Ich mach das gleich mal. Schauen, wie sich das auswirkt. Okay. Und dann erst lese ich mir das gleich durch. Erstmal müssen wir diese, was sind das, Medusa-ähnlichen Monster... Das haben wir so mal gesehen. Also es ist auf jeden Fall eine Art Medusa. Heilung sofort! Ja, Heilung sofort. Du ziehst dich hier mal ab. Los. Bleiben wir auf der Höhe. Heilung sofort! Ah, schaffst du die 7 Sekunden noch? Ja. Also, wie ist der Plan? Wird schon schief gehen. Okay. Was? Schaltet sie aus! Sie soll schon beide den gleichen Gegner attackieren. Ja, dieses Spiel ist ein bisschen blutig. Und hat auch eine schöne Story, der wir folgen können. Ich mag's. Es sieht auf jeden Fall toll Sicher aus. Doch. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier in der Truhe haben. Verschlossen. Gut. Was ist das hier oben? Also, okay, verschlossen, kein Schlüssel gefunden. Erstmal lese ich mir links kurz durch. Also Schadenstypen und Widerstandskräfte. Waffen und Fertigkeiten fügen ein oder mehreren Schadenstypen zu, passend zu den Widerstandskräften der Rüstung. Im Kampf könnt ihr euch die Widerstandskräfte... Also das... Ja, gut. Ich denke, das ist völlig selbsterklärend. Wenn wir hier mit Alt rübergehen würden, über die Gegner, sehen wir, was für einen Status die hat. Los. Was steht dabei, wenn ich die darauf schicke? Benötigt einen Schlüssel. Ja. Was ist hier oben? Was ist das? Ist das vielleicht der Schlüssel? Da müssten wir noch hochlaufen. Gehen wir da mal kurz hin. Verstanden. Ich würde ja gerne das Bild mit mittlerer Maustaste drehen und nicht die Kamera bewegen, weil das mache ich eh über die Pfeiltasten. Vielleicht kann man sich das noch umstellen. Okay, hier sind wieder Spinnen. Sammeln wir doch mal ein bisschen Erfahrung für unsere Levelaufstiege. Wir sehen die Experience hier. 550, 2650 bis zum nächsten Level. Und ich glaube, dann kommen ein paar Eigenschaften hinzu. So, den mache ich jetzt auch noch platt. Für die Königin. Hier vorne noch. Ja. Das ist im Übrigen der Sentenza Noria. Ja. Und das ist Wächter Flints. Ja, also ich bin einer, der das gerne dann dreht. Und die Sicht anpasst auf die nächste Attacke. Eieiei, okay. Jetzt gehen wir mal mit Alt hier rüber.
Da sehen wir auch, was die haben. Wir könnten dann auch einen Angriff ausführen, wenn wir Eigenschaften hätten. Wie ist der Plan? Macht euch bereit. Legen wir es an. Kurz und schmerzlos. Macht euch bereit. Wenn wir immer mit beiden Einheiten auch die gleiche gegnerische Einheit attackieren, ist das natürlich etwas intelligenter, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit jeden einzelnen angreifen. Dann nimmt die Einheit zu viel Schaden. Lächerlich. Das ist wirklich eine sehr, sehr wunderbare grafische Welt. Wird schon schief gehen. Ich habe einen nicht zu starken PC, von daher bin ich beeindruckt, dass selbst das hier so gut läuft. Klar, ich habe jetzt auch keinen schlechten, aber grundsätzlich. Vielleicht doch, das ist ein Bär, nicht so klug, oder? Okay, das war ein Spezialangriff. Wir hätten uns zurückziehen können in dem Moment. Jetzt haben wir nämlich hier gerade was abgekriegt. Und zwar Schwäche senkt alle Widerstandskräfte. Aber den kriegen wir hin. Okay. Wir haben einen Eintrag über die Bären. Okay, das könnten wir uns alles noch in Ruhe. Ja, das ist sogar Medusen. Da sehen wir das. Das kann man sich alles später nochmal durchlesen. Vielleicht mache ich mal eine kleine Vorlese-Episode auch über die einzelnen Gegnertypen. Hier haben wir jetzt ein Bärenfell gefunden und Fangzähne. Die haben einen Wert. Ja, da können wir auch später verkaufen. Und jetzt gehe ich hier oben mal ran. Ich hoffe, das ist ein Schlüssel. Das wäre toll. Nein. Eine Sphäre der Segnungen heilt alle Verbündeten im Zielgebiet und auch ein versengende Sphäre, die fügt Feuerschaden hinzu. Das nehmen wir auch alles und ich möchte eigentlich wissen, was hier unten ist. Wenn ich jetzt hier nämlich hochlaufe, komme ich ja hier oben hin zu unserem Ziel. Ich habe Angst, dass ich hier unten nichts mehr machen könnte, denn ich möchte diese Truhe eigentlich öffnen. Ich hoffe mal, wir kommen vielleicht dahin zurück. Mal sehen. Hier ist ein ist er tot? Ja, anscheinend. Ein Riesenhammer, Siegel der Schöpfergilde. Plus 5 Fokus und Gold. Kann denn jetzt hier einer von unseren lieben... Das ist ein Levelaufstieg anscheinend. Okay. Brutalität. Bonus. Erhöht die Auto-Attacke. Den Auto-Attacken-Schaden um 2%. Disziplin ist eher für die Verteidigung da. Das kriegt er auch, denn er ist mehr der Tank. Und der Wächter hier. Kritische Trefferchance. So, aber ich möchte auch mal ins Inventar gucken. Ich weiß nur nicht, wie ich das gerade öffnen kann. Denn wir haben gerade eben einen Hammer aufgenommen. Und da ist das Inventar. Den Hammer könnten wir tragen, wenn... Erstmal können wir hier doch bestimmt mit dem Ring tragen. Der hier erhöht den Fokus. Fokus wäre, glaube ich, nicht schlecht für unseren zweiten Helden. Wie weg? Da. Dann kriegst du jetzt diesen Ring. Und der hier benötigt Stärke 6. Gut, okay, das haben wir zurzeit nicht. Unser Kerl hat Stärke 5. Das heißt, den Hammer können wir zurzeit nicht tragen. Bewegung. Können wir überhaupt über diese Brücke rüber? Ja. Kurz und schmerzlos. Statuseffekt. Statuseffekte sind entweder Fluch oder Segen. Mit denen ein Ziel durch die bestimmten Zauber. Ich scroll mal rum hier. Dann seht ihr es besser. Also es gibt Statuseffekte. F9. Können wir den Status der einzelnen Kreaturen nachgucken anscheinend. Okay. Mit F8 für die Quest und F9 für die Kreaturen. Oh, ein schleimiger Schlüssel, der von... Leute, kann das sein? Ist das eventuell da lang? Der Schlüssel für die Truhe?
Man sieht es gut. Also, ich sage das jetzt sehr oft. Sorry. Ihr sollt natürlich in die Kommentare was reinschreiben. Und zwar mir eure Meinung kundtun, ob ihr das Spiel weitersehen wollt oder nur ein Kurz-Let's Play. Ja, da ist er aufgeschlossen. Und es ist ein Bogen dabei, den wir nicht tragen können. Und wenn wir jetzt schon hier unten sind, laufen wir hier mal rüber. Und schauen, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Da, seht ihr, sowas ist wichtig. Immer rumschauen. Hier ist ein Toter. Das heißt, wir können ihn von seinem Lasten eines Heiltranks etwas befreien. Und guckt immer ganz genau hin. Hier sind wieder Mädchen. Oh. Nee. Erstmal zurück. Vielleicht können wir es hier enger treiben. Lächerlich. Ja, sehr gut. Dreh dich um. Der Rest hat abgezogen. Ich möchte nicht wieder hier jemanden draufgehen lassen. Schön wäre natürlich auch, wenn man so Fähigkeiten hätte. Ich kann mal über die Medusa gehen. Jetzt seht ihr das. Eis würde zum Beispiel nicht gehen. Nee, doch. Eis wäre super. Eisresistenz minus 20. Also mit Frostattacken könnten wir sie schneller bezwingen. Ach, herrje. Oh, nee, Moment. Gut. Der hat doch gerade mit Frost angegriffen, oder? Ah, komm her. Wir locken. Schaltet sie aus! Wir locken die jetzt einzeln raus. Der Impact der Schläge ist noch etwas schwach. Lächerlich. Ja. Na dann. So, kommt einer mit? Man muss auch ein bisschen Taktik walten lassen. Okay, ist ein bisschen schwer natürlich gegen die Medusa Rohling. Das ist ein Medusa Furie. Unterschiedliche Eigenschaften. Kurz und schmerzlos. Die halt nicht so viel aus. So eine Art Heiler und Magier, Fernkämpfer. Er soll hier einstecken, nicht alle hinten. Er soll es eigentlich nicht abkriegen. Macht euch bereit. Also wenn das aus der Ego-Perspektive zu spielen wäre, wäre das echt hübsch. Das wäre cool. Okay, die haben wir jetzt auch bezwungen. Kann man hier noch weiterlaufen? Gibt es hier noch was zu finden? Hier sind auch viele... Oh, hier sind viele von denen. Also ich bin schon fast der Meinung, dass wir dafür... Müssen wir hier lang? Wir müssen doch hier oben hoch. Da müssen wir hier oben rüber. Ne, wir laufen erstmal wieder hoch jetzt hier. Das reicht jetzt. Levelaufstieg hatten wir noch nicht. Das heißt, unser Inventar. Die beiden Dinge können wir jetzt noch nicht wählen. Die Sphären, ne? Kann ich die eigentlich so einmalig nur einsetzen? Sie zerbricht, sobald verwendet. So, und hier unten liegt jetzt jemand. Gut. Armer Kerl. Die Spinnen haben kurzen Prozess mit ihm gemacht. Interaktion mit der Welt. Ihr könnt mit eurer Umgebung interagieren, indem... Ja, das habe ich schon rausgefunden. Autsch. Jetzt renne ich doch meinen eigenen Mülleimer hier am Tisch um. Oh, eine große Truhe. Ziehen wir die doch mal auf die freien Lande. Jawohl. So.
Für die Königin! Ah, wir ziehen gut ab. Die sind ganz schön eklig. Was kann denn die? Das ist eine Höhlentarantel. Die irgendwelche Statussachen gegen Hammer. Ist es jetzt gut, mit dem Hammer anzugreifen? Oder ist es schlecht und alle anderen Sachen sind gut? Schaltet sie aus! Oh, sie blutet. Aber wir lernen das nach und nach. Stumpfer Schadenresistenz minus 20. Vielleicht sehe ich es auch genau falsch rum. Gehen wir es an. Mal sehen. Auf jeden Fall sehr gut gemacht, das Spiel. Naja, da rennst du denn weg? Oh, da oben waren eine irgendwie Art und Weise von Untoten. Sicher doch. Es gibt immer Untote in solchen Spielen. So, hier ist eine Truhe. Da wird erstmal rangegangen. Jawohl. Der Hammer des Winters. Sehr interessant. Okay. Jetzt sehen wir den Unterschied. Mhm. Ja, im Grunde besser als alles andere, was ich hier habe. Trefferchance kritisch ist etwas reduziert. Blockchunks gibt's gar nicht. Und die Geschwindigkeit ist nicht so schlimm. Ich würde sie mal verwenden wollen für diese Waffe. So. Jetzt haben wir hier eine Frostwaffe. Seht ihr das? Kurz gucken, was hier ist. Hier ist auch noch was. Ist hier noch was? Können wir hier noch was machen? Nee, ich glaube, hier muss man vielleicht zum Schluss hin. Okay, dann laufen wir jetzt mal hoch zu den Untoten und hoffen, dass wir hier irgendwo mal schlussendlich Antworten finden. Schaltet sie aus! Was seid ihr eigentlich? Seuchenverbreiter. Weiße Resistenz. Oh, die hauen ganz schön rein. Der ist krass. Er hat auch ziemlich viel Energie. Ja. Wird schon schief gehen. Hier geht's besser. Aber eventuell müssen wir uns gleich trotzdem zurückziehen. Kurz und schmerzlos. Ja, vielleicht schaffen wir es. Ja, Sprüche klopfen können sie auf jeden Fall auch. Das wird auf jeden Fall eine recht, ich würde sagen, eine etwas längere Episode für euch. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr von Spellforce 3 haltet. Ich denke, das Spiel ist cool. Man baut irgendwann auch eine Basis auf. Man farmt Ressourcen. Es ist ähnlich, glaube ich, mit den Bereichen, wie man baut, wie damals bei Siedler. Also einem der Siedlerteile. Ich bin ein Riesenfan von Ressourcen einzeln abfarmen und spezielle Sachen erschaffen. Ich hoffe, das geht in dem Spiel. Oha. Okay, gucken wir uns erstmal an, was hier passiert ist. Also klar, fernab dieser hübschen Umgebung mit Papageien gab es hier anscheinend ein Gemetzel. Hier liegen ein paar Untote dazwischen. Aber auch Menschen. Und ein etwas höherer mit Cape. Also, wie ist der Plan? Das sind Magier. Ja, wollt mal. Ben? Magier. Ich weiß nicht. Jedenfalls wurden sie in zwei gerissen. Glaubt ihr, die Untoten haben das getan? Ich bezweifle es. Das war entweder ein Elementarist oder eine Art Belagerungswaffe. In zwei gerissen? Wer? Oh, hier fehlt ein Bein. Tatsache. Ja? Können wir hier irgendwie an diesen Wagen noch ran? Nein. Was ist er denn? Untoter Zerstörer. Gut, wir greifen jetzt noch nicht den Großen an.
entferne jetzt erstmal die Kleinen von der Landkarte. Nehmen wir es an. Müssen uns eventuell auch gleich zurückziehen. Was sei denn? Wie mache ich das denn? Ah ja. Verstanden. Und er könnte jetzt die werfen, um ihn zu heilen. Also, wie ist der Plan? Oh, der Zerstörer kriegt von hinten die Pfeile in den Rücken. Aufleveln. F6. Das kennen wir ja schon. Ich möchte ihm die Stärke geben wegen der Waffe. Und der hier kriegt auf Geschicklichkeit wegen des Bogens. Ach, ich muss das bestätigen. Anwenden. Ja, Geschicklichkeit anwenden. So, und hier können wir auch noch einen Sprung machen, hoffe ich. Schildschlag. Täuschungsmanöver. Schwert und Schild. Erhöht die Blockchance. Ja, finde ich gut. Fertigkeiten haben wir noch. Brutalität. Er hat noch zwei Fertigkeiten. Wir gehen auf Todesauge. Schöne Fähigkeit. Das ist dieser Zauber. Ach, den hat er schon drin. Hat er auch was? Nein. Den könnte ich jetzt mit W hervorrufen. Das probieren wir direkt aus. Das meinte ich. Darauf habe ich gewartet. Das heißt ja auch Spellforce. Also hat ja auch was mit Magie zu tun in dieser öden Landschaft hier. Und jetzt erreichen wir im Übrigen... Bleiben wir auf der Hut. Oh, den Punkt. Und wir können das Ding hier aktivieren. Wir hätten uns jetzt auch teleportieren können. Sehr gut. Und hier scheint ein Magier zu sein. Und, meine Lieben, bevor wir den jetzt anquatschen, verabschiede ich mich bei euch. Ihr sagt mir, was ihr von Spellforce haltet. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Ziggero. Tschüss.